Und wir sind auch wieder da. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Brisant am Samstag. Heute unter anderem bei uns Wotan Wilke-Möhring. Ja, der Mann macht auch beim Fußball eine gute Figur. Morgen ist er zu sehen im Tatort und gleich bei uns in der Sendung. Da haben wir gesprochen über Patchwork-Leben und sein Jahr, das sehr spannend war. Das später bei uns in der Sendung. Aber erstmal nach Berlin. Wir beginnen mit einer ganz verrückten Geschichte. Ich wollte doch nur spielen. Das ist ja eigentlich die beste Entschuldigung für Kinder für fast alles. Aber in diesem Fall war es der Start zu einem ganz ungewöhnlichen Einsatz in Berlin. Dort ist ein Kind beim Versteckenspielen mit seinem Bruder in einen Tresor geklettert. Und die haben dann die Tür zugemacht. Und jetzt kommt es. Die Eltern wussten den Code nicht. Und dann kann ein Tresor ganz schön eng und einsam sein. Und irgendwann wird dann auch der Sauerstoff knapp. Großes Glück war das noch zum Schluss. Jetzt geht es bei uns um einen wahren Krimi. Möglicherweise wird nämlich nach knapp 30 Jahren ein mysteriöser Todesfall neu aufgerollt. Es geht um den Tod des früheren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden. Werner Nachmann starb im Jahr 1988. Und womöglich war das eben doch kein natürlicher Tod, sondern war es Mord. Das zumindest ist der Verdacht, dem jetzt nach so vielen Jahren nachgegangen wird. Also möglicherweise kommt da wieder Bewegung in diesen Fall. Wir gucken auf weitere Nachrichten heute an diesem Tag. Was man nach der Weihnachtsfeier besser nicht machen sollte, sehen wir nämlich ins Auto steigen. Ein mahnendes Beispiel aus Berlin heute. Jetzt geht es um etwas, das uns drohen könnte. Sie ist noch nicht mal so ganz da, aber die Angst bzw. die Sorge vor ihr, die durchaus. Es geht um eine neue Tierseuche jetzt. Die nennt sich afrikanische Schweinepest. Und über Wurst- und Fleischprodukte, so wird zumindest befürchtet, könnte sie zu uns kommen. Oder auch, und das ist die andere Sorge, über Wildschweine. Das arme Wildschwein kann ja eigentlich erstmal gar nichts dafür. Aber man will Ansteckung zum Hausschwein unbedingt verhindern. Und deshalb geht es jetzt den Wildschweinen verstärkt an den Kragen. Jetzt machen wir mal einen harten Cut, denn zu Brisant gehört natürlich auch die Prominenz, auch in der Sendung am Samstag. Wir freuen uns jetzt auf Lisa Marie Koroll. Wir uns freuen und dann treffen wir noch Luna, die Sängerin, und räumen mit einigen Gerüchten zu ihrem Leben auf. All das machen wir jetzt. Und als erstes kommt Luna, die Sängerin, die haben wir getroffen. Und wir haben mal ganz offen mit ihr geredet über das, was so los war in ihrem bunten und ja doch sehr bewegten Leben. Zum Beispiel haben wir gesprochen über ihre Nacktfotos im Playboy und die große PR-Show damals mit Gina Lisa Lohfink. Gab es ja diese vielen Bilder am Strand von Mallorca. Und warum sie bei Deutscher Wurst mit ganz viel Senf nie Nein sagen kann. Sehr sympathisch. War ein sehr fröhlicher Besuch. Wir haben uns getroffen auf dem Weihnachtsmarkt und abgeholt haben wir sie. Da war sie noch als Fee unterwegs. Den Job macht sie nämlich auch gerade. Winter mal so ein bisschen Strand zu sehen, ist irgendwie auch ganz schön. Warum haben wir uns gedacht, soll eigentlich nur Helene Fischer immer hineinschweben dürfen in ihre Shows? Wir heben jetzt mal ab mit Lisa Marie Koroll, der Schauspielerin. Die Jüngeren kennen sie garantiert aus Bibi und Tina. Die Eltern wahrscheinlich eher von Familie Dr. Kleist. Und Lisa Marie Koroll hat jetzt ihr allererstes Buch geschrieben, nicht übers Fliegen. Nein, es geht um Mut, es geht ums Gutfühlen und um einen ganz offenen Umgang mit Problemen. Und dafür hat sie ganz viel Lob bekommen. Wir finden unbedingt zurecht. Und wie mutig sie ist, das hat sie bei uns ja ziemlich locker gezeigt. Hier kommt sie. Und gleich gibt es hier bei uns Fußball. Und wahrscheinlich sitzt Wotan Wilke-Möhring schon vom Fernseher. Womöglich in Kluft, wir wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall ein Riesenfan. Jetzt haben wir ihn aber hier bei uns erst einmal in der Sendung. Und wir haben mit ihm geredet, klar, über morgen. Es ist Tatort. Und dieser Tatort ist ganz nah an der Realität, obwohl das eigentlich gar nicht so geplant war, werden wir gleich hören. Dann haben wir geredet über sein Jahr, das war sehr spannend, er ist 50 geworden. Ja, dann ist ja viel Patchwork-Leben bei ihm, da war also viel los. Und jetzt freut er sich sehr aufs Füße hochlegen, aber vorher muss er noch mal ran, nämlich hier in Brisant. Das wird wohl klappen und das mit dem Wunschzettel, ja, da fühlte ich mich an zu Hause erinnert. Wotan Wilke-Möhring, sehen Sie also gerne morgen Abend im Tatort. Dunkle Zeit heißt er, 20.15 Uhr, wissen Sie natürlich. Und weil wir gerade beim Tatort sind, wir müssen mal wieder Abschied nehmen. Es ändert sich was und zwar diesmal beim Team aus Dresden. Wo wir gerade Fußball schon als Thema hatten. Beim Fußball mag Österreich noch ein bisschen Luft nach oben haben, aber musikalisch, da läuft's bei denen einfach. Mozart, Falco, Hansi Hinterseher, ja, die Liste ist sehr lang. Und die
gehören auch dazu. Wir treffen jetzt eine Band, die steht für Österreich wie die gesunden Kühe und die verschneiten Berge. Sie machen seit vielen Jahren Musik und gerade sind sie auf ganz großer Tour. Hier sind die sehr viel Spaß. Diese Void. Und wo wir gerade schon so eingestellt sind auf die Weihnachtszeit, haben wir jetzt noch ein Beispiel, das zeigt, dass auch der Weihnachtsmann immer am besten im Team funktioniert. Richtig gute Idee, das passt doch, um uns einzustimmen aufs dritte Adventswochenende. Wir wünschen Ihnen, dass Sie es genießen und am Montag sehen wir uns gern wieder bei Brisant. Alles Gute, tschüss.